So, ich bin jetzt hier in der Oper Chemnitz auf dem Internationalen Kinder- und Jugendfilmfestival Schlingel und hier findet gleich die Weltpremiere des Films Die unlangweiligste Schule der Welt statt. Ja, und ich gucke mich da jetzt mal um und schau mal, ob ich ein paar von den Stars treffen kann. Mal schauen, wie viele Leute schon da sind. Okay, Full House. So, und jetzt gehen wir in den Backstage-Bereich. Ups! Ich glaube, wir haben sie verpasst. Es geht gleich los. Stefanie Plattner, da ist Stefanie Plattner. Jetzt ein Riesenapplaus. Ihr wisst doch gar nicht, wer Stefanie ist. Aber. Bitte auf die Bühne Erna Westphal und Lukas Herzog, die unseren Max und unseren Frieda. Jetzt können wir applaudieren. Nämlich, wollen wir den Film starten? Unbedingt! Vielen Dank! Guten Tag! Okay, nichts wie hinterher. So, der Film läuft, aber während des Films gehen die Schauspieler hier irgendwo rum und ich guck mal, ob ich sie erwischen kann. Kein Zutritt, aber wir dürfen hier rein. Backstage. Hallo? Hallo, ist da jemand? Da ist Serkan Kaya. Der spielt einen Inspektor von der Behörde zur Langeweilebekämpfung. Mal gucken, ob der Moment Zeit hat. Läuft gerade. Hast du kurz Zeit? Komm mal mit raus. Serkan, draußen läuft gerade die Filmpremiere zum allerersten Mal Die unlangweiligste Schule der Welt. Und du hast eine total witzige Rolle. Du spielst den Rasputin Rumpus. Was ist das für ein Typ? Rasputin Rumpus, der ist von der Behörde für Langeweilebekämpfung. Und er sieht auf seinem Monitor, dass genau dort in Mittelstadt die langweiligste Schule der Welt ist. Und deswegen kommt er dahin. Hat es dir Spaß gemacht, die Rolle zu spielen? War das toll, diesen verrückten Inspektor zu spielen? Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vor allem, weil das gesamte Team drumherum war so fantastisch, dass ich als Rumpus mich komplett ausprobieren konnte, ohne das Gefühl zu haben, oh, ich schäme mich, oh, ob das richtig ist, ist das falsch, kann ich hier scheitern? Nee, scheitern war erlaubt. So gut es geht, scheitern, um zu schauen, was passiert. Und wie fühlst du dich jetzt, wenn du jetzt gleich auf die Bühne gehen wirst und das ganze Publikum zum ersten Mal bekommt sozusagen live die Reaktion auf dein Werk, auf den Film? Ich bin ehrlich gesagt total aufgeregt. Also abgesehen davon, dass wir hier im Theater sind, in Chemnitz, im Opernhaus, und das ist meine erste große Liebe, das Theater, und in einem wunderschönen Theater hier in Chemnitz diesen Film zu sehen, also da kommen zwei Welten aufeinander, die ich beide so sehr liebe, und dann noch mit den ganzen Kindern als ZuschauerInnen, ich bin total aufgeregt und freue mich riesig. Und ich freue mich, dass ihr heute hier seid und dass du dir Zeit genommen hast für mich. Vielen, vielen Dank. Lieben gern. Viel Spaß. Ah,
da sind sie. Da ist Lukas Herzog, der Maxe und Erna Westphal. Hallo ihr zwei. Mensch, da drin hinter der Tür, da läuft gerade euer Film. Die große Weltpremiere. Wie fühlt sich das für dich an? Also, es fühlt sich super an. Es fühlt sich auch ein bisschen nicht echt an, weil sowas hatte man noch nie vorher erlebt so. Ja, es ist auch mega cool. Die unlangweiligste Schule der Welt. Ist das dein erster Film oder hast du vorher schon Kameraerfahrungen gemacht? Also ich hatte schon vorher Kameraerfahrungen, auch im Tatort zum Beispiel. Aber das ist jetzt mein erster Kinofilm. Und Erna, wie ist es bei dir? Ich bin auch sehr aufgeregt, weil sowas ist ja jetzt nicht jeden Tag. Und deswegen bin ich sehr aufgeregt und es fühlt sich auch nicht wirklich nicht wahr an. Also. Gleich müsst ihr auf die Bühne. Gleich werden 400 Zuschauer euch Fragen stellen und euch erzählen, wie es war. Ist das dann so mit Kribbeln im Bauch oder wie fühlt sich das an? Ja, man hat Schmetterlinge im Bauch. Das glaube ich. Sagt mal, was würdet ihr den Leuten jetzt da draußen sagen? Warum sollen die euch euren Film unbedingt anschauen? Was gefällt euch an dem am besonders gut? Ich finde es super cool, dass es auch mal so Kinderfilme gibt, wo es nicht immer nur, wie soll man sagen, so alles so gut und so, sondern das ist jetzt auch so ein bisschen auch so ernst und mit dem Schnittlicht, der dann so böse ist und so. Und ich, es gibt auch echt sehr coole Szenen da, müsst ihr euch unbedingt angucken. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Das ist jetzt nicht so ein happy, shiny Sonnenschein. Also wenn man diese Schule, die so ein bisschen, ja, geht ja gar nicht auf eine unlangweilige Schule, sondern die Schule im Film ist ja gerade mega langweilig und grau und voller Regeln und so. Also es spielt in einer Welt, die vielleicht sogar noch ein bisschen grauer und langweiliger ist als die echte Welt. Aber das macht den Film gerade irgendwie so spannend. Erna, was würdest du sagen? Warum sollen sich alle den Film angucken? Ich finde, das ist ein super Familienfilm auch und den von klein bis groß kann man sich den angucken. Da sind super witzige Szenen dabei. Da war eine Szene, wo ich mir einen Kuchen ins Gesicht geklatscht habe. Das war auch super lustig und deswegen finde ich, sollte man sich den auf jeden Fall angucken. Ein super toller Film. Ihr seid fantastische Schauspieler. Nochmal Kompliment für die unlangweiligste Schule der Welt. Unbedingt angucken. Und ich schaue jetzt mal weiter, ob ich noch jemanden von euch finde. Wer ist denn noch da? Den Serkan Kaya habe ich schon getroffen. Wer ist noch hier? Sonst ist hier, glaube ich, noch die Produktion hier. Dann schaue ich mal, ob ich die finde. Euch viel Spaß und gleich alles Gute für die Fragen vom Publikum. Macht's gut, ja? Bis dann. Ciao. Nicht kurz stören. Ja, du, ich muss auflegen. Jetzt ist der Kika-Moderator hier und hat ein paar Fragen an dich, ja? Ich melde mich später. Ja, danke. Ciao. Oh, das ist aber lieb, dass du das Telefonat unterbrichst. Hallo, Stefanie Plattner. Du bist die Produzentin, ne? Richtig, richtig. Erzähl uns ein bisschen was über diesen Film. Die unlangweiligste Schule der Welt ist eine Abenteuerkomödie für die ganze Familie und ist aus der Sicht der Kinder erzählt. Also, wir wollten den Kindern die Kraft geben, sich eben auch Regeln mal wieder setzen zu dürfen, wild zu sein, frei zu sein und ihre eigenen Entscheidungen auch zu treffen. Wie kamst du auf diesen Stoff? Also wie wurde der an dich herangetragen oder hast du den ausgewählt? Wie war das? Ehrlich gesagt, mein Mann, der auch Regie gemacht hat, der ist während der Pandemie im zweiten oder dritten Lockdown mit diesem Buch auf mich zugekommen und meinte, das ist mein neuer Film, das brauchen die Menschen nach dieser Phase der Beschränkungen und der Regulierungen, die ja notwendig waren damals. Aber dann habe ich das Buch gelesen und habe ihm zugestimmt, habe gesagt, das ist toll, das ist Spaß, das ist Action und geht eben auch viel um Regeln, also sehr passend. Also der Film macht wirklich unglaublich Spaß. Ich habe auch gerade eben die beiden Hauptdarsteller getroffen und die haben mir gesagt, die finden es auch toll, weil das so eine ganz eigene Welt ist. Also die unlangweiligste Schule der Welt spielt ja eigentlich in der langweiligsten Schule der Welt. Ne? Das ist irgendwie ein ganz spannender Gegensatz. Ja, total. Also ich hoffe, dass es nicht so viele Schulen gibt wie unsere Schnittlich-Schule, denn da geht es ganz schön happig zur Sache mit 777 Verboten und Regeln. Selbst Atmen ist manchmal verboten, Stolpern ist verboten, also da kann man gar keinen Schritt mehr tun. Ist natürlich alles überhöht, aber wie gesagt, aus der Sicht der Kinder, wir kennen das ja. Also damals, als ich Kind war, ich erinnere mich noch, wenn jemand von außen mir irgendwas verboten hat oder geschimpft hat, dann war das riesig groß für einen, ne? Und deswegen ist das überhöht und die Kinder ermächtigen sich sozusagen wieder. Warum sollten jetzt die Leute unbedingt euren Film angucken?
weil er tatsächlich unlangweilig ist, weil er ganz viele lustige Sequenzen hat. Wir haben ganz tolle Schauspieler, die Erwachsenen, Felicitas Woll, Max Giermann, unser wunderbarer Serkan Kaya, der den Agenten der Langeweile-Bekämpfungsbehörde spielt, und unser wunderbarer Kindercast. Hier hast du ja Lukas und Erna gerade kennengelernt und noch viele weitere tolle Kinder, die das wirklich wahnsinnig unlangweilig gespielt haben, und es macht Spaß. Da drin läuft gerade die Weltpremiere. 400 Kinder sind da drin, schauen gebannt auf die Leinwand. Wie fühlt sich das für dich an? Toll! Also ich saß eben, als du die beiden interviewt hast, da und habe die Kinder lachen hören, und da geht mir das Herz auf, ja, wenn es funktioniert und die Kinder sich angesprochen fühlen und 400 Kinder lachen, ja, besser geht's nicht. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg für den Film und danke, dass du dein Telefonat für mich unterbrochen hast. Jederzeit gerne. Vielen Dank. Mach's gut, Stefanie. Ciao. Das war die Filmpremiere der unlangweiligsten Schule der Welt. Ja, und wenn ihr mal Produzenten, Regisseure, tolle Schauspieler und Stars treffen wollt, dann kommt hierher zum Schlingel. Bis dann.